So Leute, hallo zu Teil 2 von Let's Play Pokémon Heart Gold. In der letzten Ausgabe, in Teil 1, habe ich einfach mal Feuerregel namens Blaze erhalten. Sowie habe ich den Auftrag bekommen, Mr. Pokémon aufzusuchen. Und jetzt starte ich einfach mal mein Abenteuer. Also es geht weiter. Ich gehe jetzt ins hohe Gras hier. Und jetzt bekomme ich meinen ersten Pokémon-Kampf gegen einen Blizzard-Hut auf Level 3. Mein Blaze, das sieht sich hier zeigen. Okay, ich setze mal Tackle ein. Ja, sieht nicht gerade viel ab. Gesicht. Danke bringt ihm eigentlich nichts. Ich setze noch einmal Tackle ein. Ja. Da brauche ich jetzt noch 2 Hits. Wieder Gesicht. Noch ein Tackle. Immer schwächer und schwächer. Jetzt Tackle zum Finale. Tackle und Hudut geht K.O. Hudut wurde besiegt. Blaze erhält 24 Erfahrungspunkte. So, weiter geht's. Ich glaube, jetzt kommt wieder Hudut. Ja, es ist Nacht, also kommen meistens nur Hudut, aber ist egal. Ich will einfach nur Level. Blaze zeigt jetzt immer ein bisschen ein paar Tackles. Und Heuler zu Beginn, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das schwächt meinen Angriff und damit die Tackle noch schwächer zwischen ist. Wieder Gesichter. Mann, Mann. Okay, wieder Tackle. Gut, genau, Tackle, das hab ich gar nicht gewusst. Das hat mit Gesichter und Heuler, das glaub ich ja nicht. Und wieder 4 Hits. Gut, Hudut wurde besiegt. Blaze erhält 24 Erfahrungspunkte. Blaze erreicht Level 6. So, hier noch die Status, die ich bekomme. Blaze erlernt Rauchwolke. Na, die Attacke brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche ja Blut. Das erlernt sie auf Level 10, glaube ich. Weiter geht's. Wie man hier sehen kann, gibt es ein paar Pixel-Bugs. Das tut mir leid, aber ich habe halt keine bessere Version gefunden. Hier wieder Hudut, wieder mal Level 3. Ich mache jetzt mal dasselbe Spiel wie vorhin. Tackle. Gewinn mal Blaze. Hau es um. Ich glaub's nicht. Und jetzt mach's fertig mit Tackle. Jawoll. Hudut wurde besiegt. Und wieder mal 24 Erfahrungspunkte. So. Ich will. Jetzt gibt's noch einen Soundbug. Nicht gerade die beste Version, aber was soll's. Für ein Let's Play soll das reichen. Jetzt kommt doch Hudut. Mal wieder. Aber es hat so mit Tackle. Oh, es kommt Heuler. Noch ein Tackle. Bam! In the face. Volltreffer. Geil. So, noch ein Pokémon. Ich denke mal ein Hudut. Ich Level 7 erreicht. So, Zoro hat Trank gefunden. Jetzt habe ich glaube 6 Stück. Gut, Level 3. Ja, scheint. Das ist weiblich. Kein Hut und so heiler, das freut mich zu hören. Wieder Volltreffer, geil. Okay, ich denke jetzt erreicht Blaze wieder Level 7. Sehr schön. Blaze erreicht Level 7. Die Karten steigen schön.
Game Freak wollte mich ärgern oder was? Während ich hier weiterkämpfe, kann ich mal ein bisschen über Hardgold und Soulsilver loswerden. Also die Editionen sind genau 10 Jahre, nachdem die Klassiker Gold und Silver rausgekommen sind, erschienen. Ich denke mal, sie wollen ein schönes Jubiläum haben. Und ich muss sagen, Hardgold und Soulsilver sind wirklich super Editionen, obwohl ich Diamant und Perlen sowie Platin vorziehe. Da hier irgendwie einfach alles abgeklatscht wurde. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich meine, der Pokéathlon, es ist zwar etwas Neues, aber das macht dich vielleicht für ein paar Stunden happy, dann ist es wieder vorbei. Im Großen und Ganzen, das ist einfach genau gleich und die Grafik wurde halt verbessert. Ach ja, und die Kampfzone von Platin wurde 1:1 übernommen. So, da oben sehen wir noch einen Aprikokobaum. Zu den Aprikokos kommen wir später noch. Und jetzt kommen wir in Rosalia City an. Und hier kommt ein netter alter Mann zu uns. Du bist noch nicht lange Trainer, oder? Aha, Volltreffer, wusste ich doch. Aber es ist schon in Ordnung. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Keine Sorge, ich bringe dir gerne ein paar Tricks bei. Komm, folge mir. Und er rennt und rennt. Oh, tut mir leid, du hast noch keine Torvertreter. Habe ich recht? Ich werde so langsam für dich laufen, wie ich nur kann. Versuche bitte, nicht ganz so weit hinter mir zurückzufahren. Der läuft genauso schnell. Das hier ist ein Pokémon-Center. Wenn deine Pokémon verletzt sind und du sie abgibst, werden sie umgehend für dich geheilt. Ich kann dir schon jetzt sagen, dass du hier bald Stammkunde wirst. Du kannst mich beim Wort nehmen. Das hier ist ein Pokémon-Supermarkt. Hier werden Bälle verkauft, mit denen du Pokémon fangen kannst und noch viele weitere nützliche Items. Hier entlang geht es zur Route 30. Du wirst viele Trainer begegnen, die auf der Suche nach Gegnern für ihre besten Pokémon sind. Wenn du ein Stück weit läufst, findest du dort außerdem auch das Haus von Mr. Pokémon. Das muss ich wissen. Und das ist das Meer, wie du siehst. Bestimmte Pokémon halten sich ausschließlich im Wasser auf. So alt und noch so schnell, das muss gelobt werden. Tja, und das hier ist mein bescheidenes Zuhause. Und als Dank dafür, dass du mich bisher begleitet hast, möchte ich dir noch ein paar Torvertreter schenken. Hier, nimm am besten gleich mal ein paar. Sie ist noch ganz schön warm vom Tragen. Pünktchen. Nein, keine Angst, das war nur ein Witz. Hier hast du ein brandneues Paar. Zorro, Herr Torvertreter. Hier ein kleiner Auszug aus der, das könnt ihr selber lesen. Kein Bock. Rennen, hurra! Ich besuche ihn noch mal schnell, vielleicht gibt er mir noch einen guten Tipp. Das, was ich jetzt sage, das muss für jeder Anfänger sitzen, das muss jeder wissen. Das ist immens wichtig, aber ich kenn's ja, ich spiele Pokémon seit Rot und Blau. Bei Schwester Joy. Bim. Also deine Pokémon, das ist einfach nur ein Pokémon. Aber egal. Ja, in den Markt gehe ich mal nicht. Ich brauche im Moment gar nichts. Pokéball kommt erst später. So, der Opa kommt wieder. Hechelkeuch. Puh, Glück gehabt. Nur ein bisschen später und du wärst weg gewesen. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Hier, nimm. Pokécom von Zorro liest Daten aus dem Kartenmodul des Mannes ein. Pokécom von Zorro kann nun Karten anzeigen. Wähle zunächst auf dem Touchscreen der Pokécom aus über das Mann ist das schnell. Ich drück zu schnell, scheiße, Entschuldigung. Ja. Ich wollte eigentlich zu schnell drücken, aber egal. Also jetzt hier, noch das Telefon. Jetzt hier die Karte. Sehen wir die ganze Johto-Region. Klein und fein. Hier sehen wir noch alle Informationen. So, weiter geht's. Bitte kein Hut. Ein Weberack! Halleluja! Ein neues Pokémon! Endlich! Jetzt gleich mit der Kleine.
Sehr schön. So, ich habe einen Trank gefunden. So. Die geben uns noch ein paar Tipps zu den Turbotretern, aber das ist eigentlich unwichtig. So, und was in diesem Haus ist, das erfahrt ihr im nächsten Part. Viel Spaß beim Warten.